Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Kennt ihr auch solche Momente? Aus einem komischen Traum aufgewacht, mitten in der Nacht, braucht man erstmal einen Moment, um sich zu orientieren. Ich bin in meinem Zimmer, in meinem Bett, es ist alles in Ordnung. Im Glauben gibt es auch solche Momente, dass plötzlich die Gewissheit, die Klarheit des Glaubens, die man sonst ganz sicher hat, verschwunden ist. Dass man irgendwie die Orientierung verloren hat und einen Moment braucht, um sich wieder auszurichten. Paulus sagt einmal, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist meine Erkenntnis Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Jesus erkennt mich, besser, als ich mich selbst kenne. Mein Erkennen aber, mein Erkennen von Jesus, das lässt noch auf sich warten. Das ist in diesem Leben nur teilchenweise, Stückwerk. Diese Erkenntnis, sie braucht Zeit. Besonders dann, wenn ich mich orientierungslos fühle. Aber ich darf darauf vertrauen, dass diese Orientierungslosigkeit immer wieder durch die Klarheit des Evangeliums im Alltag unterbrochen wird und ich zwischendurch erkenne, wohin die Richtung geht. Vertrauen wir darauf, dass uns diese Momente der Klarheit helfen werden, die Grundrichtung unseres Lebens und Glaubens nicht aus den Augen zu verlieren. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, auch wenn wir dich noch nicht vollendet sehen können, so glauben wir daran, dass dieser Moment kommen wird. Schenke uns die Kraft, unseren Weg konsequent weiterzugehen, an dessen Ende du in aller Klarheit und im Licht auf uns warten wirst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.